Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:34 Uhr, der 7. April. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben hier eine Big Number auf der rechten Seite und die nehmen wir. 15.207 zu 15.192. Wir blicken auf die Vola-Boxen von gestern, wie immer. Also gehen einmal in die Vergangenheit. 21, 17, 5, 15, schöne Box gewesen, eine 30er, die ist auch rausgelaufen. Ja, und dann hatten wir hier noch eine 22er. Also nach wie vor die Blue Boxen, die kleinen Boxen, außergewöhnlich gut. Außergewöhnlich gut. So, das heißt, hier bleiben wir erstmal. Big Number Trade. Gehen wir in die Vola-Boxen rein. Schauen erstmal nach, wann die Vola-Box zu welchem Niveau. Und die Vola-Box kommt um 9 Uhr direkt rein bei 15.202. 15.202, das bedeutet, wir können hier das schon mal vorbereiten. 15.202, das ist dann auch so mehr oder weniger, wo das Gap ist. So, allgemein Farben nehmen wir dann mal auch grün. So. So. So kommt die Box in etwa rein, die Vola-Box für die einen Hedge-Auflösungstrade haben, also ähnlich wie bei der Big Number aktuell. Wie sah es denn gestern generell aus in den Vola-Boxen? Am Vormittag haben wir sehr schön getradet, 1, dann sind wir hier 2, 3, dann gab es hier unten hier wieder Ausstecher. Also es gab gestern keine Aufschaukelung, was das Vola-Boxen betrifft. Also gute Trades. Schauen wir uns den allgemeinen Markt an. Und jetzt kommen wir zu einer spannenden Situation, und zwar Gold. Ich hatte das gestern erwähnt. Gold werde ich heute auch hier live traden, auch bei YouTube mal. Ich werde hier die Swissbox nicht reinfügen, sondern ich werde den Trade Manager nutzen. Das bedeutet, wir schauen uns mal Gold an, wo liegt ein guter Stop-Loss, das ist der hier. Das heißt, ich drücke hier auf Buy, Set 4, Tagestrade, Gold. Haben wir doch hier Daily. Daily Long, 1, 2, 3 und wir sind im Markt, long im Gold. So, und das könnte jetzt auch eine Position werden, wo wir, sage ich mal, in Richtung erstmal diesen gleitenden Durchschnitt 98 laufen können. Ja, wir haben Fibonacci-Zahlen, die wir immer wieder anwenden. Und da sehen wir, dass wir uns hier, wenn wir den Trade Manager mal rausnehmen, uns am 61,8 Retracement befinden und das ist eine gute Möglichkeit, um eine Umkehr zu traden. Es gab gestern auch hier ein Long-Signal nach unserer Strategie, Stop-Loss hier unten. Ja, also das bleibt sehr, sehr spannend. Wechseln wir zum DAX, der ist Long. DAX ist Long, gehen hier in diesen Trades auch weiter rein und blicken einmal auf. Dann den nächsten Markt, Öl, ist nach wie vor auf Tagesbasis, sehen wir eher Short. Technologiebörse hat einen schönen Turnaround gemacht, aber ist noch entfernt von seinen All-Time-Highs. Die 500 größten amerikanischen Werte sind stabil und sind auch long, wie wir hier sehen. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer runter. Und gehen einmal in the Bitcoin. Und Bitcoin liegt bei 58.133 aktuell. Und wir nehmen jetzt mal zusätzlich zu Bitcoin den zweiten Markt, Ethereum bei 2094. Ja, und wir sehen hier auch die Geschichte von Ethereum.
im März letzten Jahres bei 81 und jetzt bei 2000. Also auch eine Rakete hier in den Kryptos. Gut, das heißt, wir haben einen guten Überblick. Wir schauen noch mal oben. Da haben wir den DAX uns angeschaut, Öl haben wir uns angeschaut und es fehlt hier der Dow Jones. Der sitzt aber auch bei 33.451 sehr bullisch und sehr stabil aus. Gut, Gold Long. DAX haben wir eine Pending Box drin, dass die Ausgangssituation um 8:40 Uhr da rein. 8:53 Uhr, wir haben eine Blue Box, eine 11,5er. Wenn die natürlich jetzt blau werden sollte, würde ich natürlich hier diese blaue Box nehmen, die jetzt aber noch orange ist, eine sehr, sehr kleine. Es ist auch fast die Minimum Size, die dort ist. Aber noch ist sie nicht blau. Wir reden hier von dieser und diese Box, die jetzt auch gleich ein Tickchen größer wird. Kurs, ja, ist bei 5.210 durchaus denkbar, dass wir in die Big Number gleich reingehen. Vola Box kommt bei 15.202 rein. Robert, guten Morgen. Jetzt haben wir eine 14er Box. So, wir sind jetzt in der Big Number. Die Order ist scharf geschalten. Das heißt, es gibt keinen Weg mehr zurück. 15.207 geben wir Long oder 15.192 Short. Björn, guten Morgen. Ingolf, guten Morgen. Mario, guten Morgen. Und wir sind long im ersten Trade. 9 Uhr. Und wir sind raus mit dem Eröffnungstrade und haben gleich eine neue Box. Also der Trade ist raus mit Gewinn im ersten. Und somit ist das wieder für unser Videotagebuch in Richtung The Road to den tausendsten Eröffnungstrade. 5.215 zu 15.200 ist jetzt aktuell die grüne Vola-Box. Das ist der nächste Trade. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter und hören uns dann morgen wieder.